Hi, wer bist du? Hallo, ich bin Malte. Und wo sind wir hier? Wir sind hier beim Berliner Klimastreik, der 13. Berliner Klimastreik mit Tausenden von Menschen. Sehr schön. Und du bist von Psychologists for Future. Okay. Okay, kannst du uns mal sagen, wieso werden die Autofahrer so aggressiv bei der letzten Generation? Ja, das ist natürlich tragisch, dass sie das werden. Aber wenn man sich einfach vorstellt, dass die Leute nicht wirklich verstanden haben, in welchem Ausmaß die Klimakrise ein Problem ist. Sodass sie einfach nur an ihr persönliches Interesse denken, von A nach B zu kommen und dabei behindert werden, können sie einfach können sie das nicht nachvollziehen, dass sie da gerade nicht zu ihrem Ziel kommen. Das Problem ist eigentlich, dass es insgesamt nicht klar genug kommuniziert wird von der Bundesregierung, von der Politik insgesamt, wie gravierend die Auswirkungen der Klimakrise und der anderen Krisen sein werden. Und da dadurch ist da wenig Verständnis für diese Aktionsform da, aber das ist ja auch genau der Grund, warum die letzte Generation sich auf die Straße setzt. Das ist der Grund? Wie? Erklär mal bitte. Nochmal? Erklär mal bitte. Was? Das ist genau der Grund, weswegen der letzte Generation sich auf die Straße setzt? Erklär mal bitte. Die letzte Generation setzt sich auf die Straße, weil sie genau einen Alarm setzen will. Sie will ja der Feueralarm sein, um zu signalisieren, hey, so wie es jetzt läuft, können wir nicht weitermachen. Und das ist einfach eine große Herausforderung, das dann an die Leute zu kommunizieren. Und dafür haben sie natürlich auch ihre Leute. Aber insgesamt gelingt es der rechten Presse momentan sehr gut, da Unverständnis zu schüren und da einen Kulturkampf rauszumachen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung und die Problematik, dass da so wenig Verständnis für die Aktivitäten der letzten Generation entstehen. Verstehe. Hast du den El Hotzo-Tweet von gestern gesehen? Da steht so ein riesiges Monster und sagt komplett erfundene Probleme. Und dann so ein kleiner Mann mit so einem Schild, der so einen Feuerstrahl von dem Monster abhält und der sagt, und dann war ein nicht-konservative Politiker. Ich glaube, ich verstehe den gerade nicht. Na, im Grunde genommen ist es so, Konservative, was du gerade gesagt hast, machen halt so einen Kulturkampf auf, um zu verdrängen, dass wir in der Klimakatastrophe sind, weil die halt keine Lösung dafür haben. Genau. Ja. Cool. Dieser Kulturkampf, das ist echt das Problem, der dazu führt, dass man sich wirklich überlegen muss, wie kann man da geschickt drauf eingehen, weil das momentan dazu führt, dass sich immer mehr Leute nach rechts wenden und wir dadurch eben nicht nur mit der Klimakrise ein ernsthaftes Problem haben, sondern wir haben dann zusätzlich noch ein echtes Demokratieproblem. Ja, okay. Ja, und was sollen wir machen im Klartext? Was wir machen sollen, ist eine wirklich große Frage, wirklich schwierig. Ich glaube, es geht erstmal darum, wirklich zu akzeptieren, dass die Bedingungen gerade schlechter werden. Und das ist wirklich keine leichte, wenn du das gesagt hast, ist eine wirklich harte Nuss, die zu knacken gilt. Also emotional zu akzeptieren, dass die Rahmenbedingungen, unter denen jetzt Politik passiert, schwieriger werden. Und da geht es darum, jetzt die Demokratie zu verteidigen und weiterhin dran zu bleiben, sich nicht klein machen zu lassen und weiterhin das zu thematisieren, in die Politik reinzutragen, zivil ungehorsam zu sein zum Beispiel oder eben auch auf alle anderen Arten und Weisen im eigenen Umfeld wie in die Politik zu tragen, dass das Themen sind, die wir jetzt ganz aktiv angehen müssen, dass wir Demokratie verteidigen müssen, dass es darum geht, jetzt schnell die Erneuerbaren zu pushen und dabei irgendwie unsere Solidarität mit den Menschen in anderen Ländern nicht vernachlässigen. Wunderbar. Malte, danke dir vielmals. Mhm.